Was er mich angreift. Für dich logisch. Also, ich glaube, den schaffst du nicht. Was denn? Na, hinter dir. So, und damit halt herzlich willkommen hier zurück zu Minecraft in der Windows 10 oder Pocket Edition, wie auch immer. Du kannst ja also mit Android, mit iOS und mit Windows 10 Minecraft mitspielen. Ich weiß jetzt nicht mehr, sondern wie heißt es? Nur Minecraft. Das heißt nur noch Minecraft, nicht mehr Pocket Edition. Aber trotzdem nenne ich es immer noch so. Das heißt nicht mehr Minecraft Pocket Edition. Okay, ich nenne es immer noch so, weil ich nämlich... Weil ich nämlich da natürlich mit darstellen möchte, zeigen möchte, dass das eben nicht das andere Minecraft ist, was alle schon ewig und immer kennen. So, ihr habt euch gewünscht, dass da oben irgendwie die Kamera rechts oben ist. Das habe ich jetzt gemacht. Was weiß auch nicht, aber aktuell die Namen angezeigt werden der letzten Follower. Generell weiß ich gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Warte mal, ich will mal schnell schauen. Ich gucke mal rein. Mikrofontechnisch auf jeden Fall funktioniert da irgendwas. Die Aufnahme läuft, ein Stream ist es nicht. Und tja, werden wir mal sehen. Hoffen wir mal, dass alles funktioniert. Ich hatte gerade ein Update gemacht. Ich habe das Süßigkeitenpaket ausgepackt und gehe jetzt auf Davecraft, wo es mir anzeigt, dass da niemand drauf wäre. Das liegt aber doch, jetzt kommt's. Das liegt aber darauf, daran, dass ich, wenn ich... ach, das ist ja eine Katastrophe. Uiuiui. Ui, ui, das ist cool. Das ist cool, ich kann nicht mehr sehen. Das ist blind. Ich kann nicht mehr sehen. Davon wird man blind. Ja, davon kriegt man ja die Vollmeise. Ihr könnt mir ja mal gerne sagen, was ist ein, was ist... Ach du dickes Ei, wie sieht das denn aus? Guck mal, wie Lava aussieht. Wenn ich nicht wüsste, dass das Lava ist, ein Süßigkeitenschwert, guck dir das mal an. Guck mal hier, ein Marshmallow-Schwert. Also wenn ich jetzt nicht wüsste, ganz genau wüsste, dass das hier unten Lava ist, dann würde ich denken, das ist... Lakritze. Nee, oder Traubensaft. Was ist denn das überhaupt? Was soll das hier darstellen? Das ist die Leiter. Brezel! Brezel! Brezelleiter! Und was ist das für eine Lampe? Das sind glaube ich, Marshmallow-Lampen. Das sieht aus wie ein Eis, wie Vanille-Eis sieht es aus. Aber hell ist es ja zumindest. Guck mal hier, was ist Kuchen? Was ist denn das für ein ganz Kuchen? Ganz viele Kuchen! Jetzt soll man erstmal wissen, was das hier für ein Kuchen ist. Hier ist auch nochmal Lava. Ach du dickes Ei, da blickt gar kein Mensch durch. Da wird man erblinden, wenn man das so bei dir. Was ist das hier? Granit oder was ist das? Erde? Ich gehe mal nach oben, wir gucken uns mal oben an der Oberfläche. Also erstmal alles an. Ich müsste nur ganz kurz mal die Community, oder ich mach mal schleichen, dann rutsche ich nämlich nicht runter. Ah, jetzt habe ich das gemacht. Na toll. Nein. Möchte ich nicht weiter fortsetzen. Jetzt habe ich nämlich fünfmal auf Shift gedrückt und da ist es eingerastet. Ich wollte nur ganz kurz eigentlich Hallo sagen an alle Mitspieler, die hier gerade online sind. Ich will mal schnell schauen, wer das überhaupt ist. Es gab oft die Frage, ob wir nicht mitspielen könnten. Also jeder kann hier, glaube ich, mitspielen. Dazu muss er sich nur an Dave von Davecraft wenden. Dave hat einen eigenen YouTube-Kanal. Dave Plays heißt der. Oh mein Gott, ich glaube, hier alle sprechen an. Ich versuche mal eine Infokarte dazu zu bauen, irgendwo da oben in die Ecke. Aber ihr wisst ja, das klappt sowieso immer nicht, wenn ich irgendwas mir vornehme. So, jetzt schreibe ich erstmal Hallo Leute. Und ich höre ja gleich nebenbei, ob da jetzt wieder nur Raute, 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 Raute kommt. Nö, Hallo Leute, wurde gesagt. Was ist, guck mal, wie die Tür aussieht. Und die Schaufel, guck mal hier, eine Eisbonbon. Guck mal hier, diese Tür. Sahne mit, was ist das? Sahne mit Erdbeeren. Sahne mit Himbeere. Das scheint also Bruchstein zu sein. Das ist alles Erde. Und was das Weiße ist, was ist denn das alles? So, der Dave hat... Ach, du... Das hält doch kein Mensch im Kopf aus. Guck doch mal, wie ein Schweinchen aussieht. Ich habe hier nämlich gerade eins angelockt. Das ist kein Schweinchen, das ist ein Schaf. Und dieses Schaf ist irgendwie... Hey, nein, draußen steht ein Schweinchen. Das habe ich angelockt. Ach, hier. Hallo Schwein. Ich komme hier nicht klar damit. Was ist denn das alles jetzt? Das soll... Oh, das ist ja völlig unseriös. Kein Mensch kann das verstehen. Was ist denn das? Was wächst denn hier gerade? Und wo kommt... Das ist Eis. Wer hat denn uns diese ganzen Blätter hier auf den Fluss draufgelegt? Das war der Dave. Das hat Dave gemacht. Ey, die sehen immer aus wie kleine Pizzaschen.
Ja, komisch, ne? Und was ist das hier? Kartoffel? Eine Karotte? Möhre. Eine Möhre? Ey, hör auf, das alles rauszupflanzen. Ich mach das alles Guck mal, hier neu. sind Lollis. Was ist denn das? Ist das Stroh oder was ist das? Samen, ja, das ist Stroh. Jetzt habe ich hier einen Lolli geerntet. So, das sind die Fenster. Die sehen also völlig katastrophal aus. Das kannst du eigentlich niemandem erzählen. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen so. Also, das ist ja furchtbar. Birkenholz ist das. Das ist hier Birkenholz. Und dann haben wir hier oben auch noch Birkenbäume. Ach, oh, ich habe gerade eine Möhre Das mitgenommen. von mir kannst du mir geben. Und noch eine da. Und ich muss das mal Texturenpaket wechseln. Es tut mir leid, aber das ist ja mal schön, um anzugucken. Guck Aber mal, wer guck so und geh spielen mal kann. ins Wasser, geh mal ins Wasser. Dann hier ins Wasser. Und jetzt? Bei mir kommt immer Eis. Guck mal, Nein. wenn ich übers Wasser laufe, kommt Hat dir das der Dave so gegeben? Wasser rutschen. Ja. Wenn ich jetzt mal ins Wasser Das ist deine Rüstung, muss so verzaubert sein. will, damit ich nicht abrutsche, hat die einfach Ja, die muss ja total super verzaubert sein. so mal Eis Guck mal, ich kann auch übers Eis laufen, wenn ich dir hinterherlaufe. Ja, Das ist ja komm mir krass. hinterher. Lauf mal ein Stück übers Wasser. Okay. Beweg dich, sonst taut das unter dir. Das ist ja wie der Silver-Surfer hier. Zum Beispiel in den Spitz- und Nachtwandler. Also, wir Ja, machst denn du für einen Schaden? kommen halt nur den Nachtwandler. Guck mal, was ich für einen Schaden mache. Pass mal Ja, der ist quasi bis ans andere Ende des Wassers geflogen. auf. Hast du gesehen, wie weit er geflogen ist, als ich den angegriffen habe? Guck mal, ich mache ein Ja. Feuerchen immer, wenn ich den Du bist also quasi volle Möhre ausgerüstet. Das Ding ist nur, jetzt läufst du. Ey, jetzt ertrinke ich gleich, weil du über mir läufst. Genau, das ist ja top. Na, ich komme mal ein Wasser runter, dann Aber jetzt schnell, sonst ertrinke ich. So. das alles. Wenn das nicht, kannst du gleich mal Eisen suchen. Gebe ich dir meine Das ist Diamantspitzhacke. natürlich gefährlich. Auf diese Weise kannst du natürlich auch gegen andere Menschen den Kampf gewinnen, weil die ja einfach unter dir ertrinken. Was ist denn das hier? Was steht denn hier? Eine Schokoladentafel. Eine Schokoladentafel, das ist eine rosa, eine lila Na, guck mal, wie Blume. die bei mir aussieht. Vorsicht! Nicht einen Schritt nach hier machen. War ich schon mal drin und bist du, wie es da unten war? Nicht schön, nehme ich an. Erde, warte, pass auf, warte. Können wir da was tun, indem ich zum Beispiel so mache hier? Oh. Mehr habe ich nicht. Weiter noch? Warte Oh mal. Mann! Lass Granit, mich das mal machen. Ich Kaktus. hab Kupferstein. Wie ist Kupfer? Nee, lass mal gucken. Dann machen wir nicht. Dann machen wir das nachher nochmal mit Erde. Ich hole noch ein bisschen. Mindestens 3 Knieper explodiert. Ich war schon mal in. Mir war schon irgendwo in der Gegend doch ein Knieper. Da bin Das ist natürlich äußerst ich gefährlich. mal runtergestürzt. Und weißt du was? Das waren 3 Stufen. Meine zweite ist unter mir, der dritte Ja. war Und dann? nach dem Klappesteinchen. Aber deswegen heißt das nicht, dass ich runtergegangen bin. Ich habe Okay. Das hat gut geklappt, ja? So, wenn du jetzt hier runter gehst, ist das nicht so schlimm, da fällst du ja nicht so tief. Das könnte man ja akzeptieren. mich nach oben gemacht, indem ich nicht immer Wölfchen auf Erde Nö. unter mir. Das wäre also schon fast gewesen. Wir können gerne hier uns runtergraben nachher mal, aber ich will hier nicht reinfallen. Das, da habe ich null Bock drauf. Ja, das ist ja kein Wunder. Du bist ja auch völlig krass ausgerüstet. Da hat dir der Dave richtig nice was zukommen lassen, denke ich mal. Aber das ist gut so, ihr wisst ja, also die Zuschauer wissen ja, dass der kleine Little hier so der kleinere Typ ist. Erstmal oben überall. Und doch.
Hier könnte man auf jeden Fall gucken, dass man. So, lassen wir mal in der. So, noch einmal in der Gegend. So, ich komme jetzt wieder raus. Da war noch ein Creeper drin. Okay. Sehen wir mal. Na. Und dann komm mal, hinter dir ist eine Treppenstufe. Hier geht's gleich wieder runter. Fällt's gleich wieder ins Loch. Du musst aufpassen, ne? Diese Löcher, das ist gefährlich. Na, also ihr wisst ja, der Kleine ist erst 6 Jahre alt und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, nicht, dass hier das große Riesenchaos eintritt, weil er irgendwo runtergefallen ist und dann das ist gefährlich. Spiel abgestürzt bei dir. Dann bist du ja gleich wieder da. Och Mann, ey, wieso fehlt denn immer genau ein Stück Dreck? Ich bin rausgeflogen. Genau, aber kommst gleich wieder, ne? Wir müssen jetzt gleich mal ins unser Bettchen schlafen gehen, damit wir das auch als Spawnpunkt behalten. Wichtig. Guck mal da vorne. Hat irgendwas Blaues gesehen. Was Blaues? So, hier kann man auf jeden Fall runtergehen. Wo ist denn jetzt eigentlich unser Haus? Das war super. Super. Okay. Warte auf mich, ich weiß wohl der Weg nach. Das ist es doch schon hier, ne? So, jetzt gehe ich mal in mein Bettchen und schlaf mal. Hopp. Auf mich. Vielleicht kommen wir ja dann sofort gleich. Achso, hier hat der Dave die Treppe gebaut. Das ist auch eine tolle Geschichte. Wo ist eigentlich unser Bett? Ach, das ist ja unten gewesen. Unten im Keller. Das stimmt, da muss ich ja. Mach die Tür zu. Ich habe gerade was Beam gehört. Ich glaube, da ist gerade ein Enderman. Ich habe da, glaube ich, gerade einen Enderman gehört. Mach ich. Jo, was hat dir gebeamt? Das hat so BOOM gemacht. Na ja, halt so ein bisschen. Wenn sich ein Enderman wegbeamt, dann macht das. Als wenn du eine. Irgendwas. So, also ich liege jetzt erstmal im Bett und jetzt mache ich Folgendes. Also. Hier dein Name, aber nur ganz klar. Hier ist ja gar niemand online. Warum eigentlich nicht? Philipp ist da. Badum ist da. Jetzt schreibt der Philipp. Philipp Bloch hat schon mal bei mir mitgespielt, das ist aber lange, lange, lange her. Trotzdem ich erinnere mich noch an Philipp. Ach du, ich kann hier, weißt du was, ich muss mal ganz kurz raus. Ich muss eben mal schnell das Texturenpaket ändern, weil ich das. Das kannst du ja hier keinem anbieten. Das ist ja irre. Da kriegst du Augenkrebs. Oh. Über Code bei. Ach, was gibt's denn da noch? Über Code bei drin, das ist ja auch mir ganz neu. Ich schlafe. Du liegst schon im Bett jetzt? Ja, ich bin im Bett. So, ich gehe mal gucken, Einstellungen, globale Ressourcen, ich nehme mal Süßigkeiten raus und machen wir wieder griechisch oder wollen wir wieder, ich glaube das Fallout sah so am ehesten noch sinnvoll aus, aber natürlich müssen wir mal schauen, dass den Code damals habe ich leider verschenkt, ey, das war natürlich schlau von mir, ich habe keinen mehr, Texturpaket Natur, ich würde mal gucken, so HD-mäßig ein bisschen was schauen hier, so wenigstens ein bisschen schicker das Ganze hinkriegen, aber jetzt machen wir erstmal Fallout Mashup. Einmal nach oben bitte und dann passt das schon. So. Du warst doch gerade eben auf Toilette. Du musst schon wieder? Ja, musste. Wenn du musst, dann musst du. In der Zeit, wo du nicht da bist, gehe ich jetzt mal auf den Realm und in der Zeit lese ich mal kurz ein paar letzte Kommentare vor. Pass mal auf. Ich hau mal ein paar Grusis raus. Ich fange mal ganz oben an jetzt. Jetzt machst du das immer so. Ich habe immer hier die YouTube Studio App. Und da sehe ich zum Beispiel hier oben, wo man freie Coins für ein Spiel bekommt. Und das halte ich jetzt erstmal für daneben. Guck mal, da liegt da. Ich hau mich mal daneben ins Bett. Warte, pass auf. Liegt natürlich in meinem Bett. Natürlich völlig klar. Spacko. So. Finn Falk möchte gerne mal gegrüßt werden. Ne? Ich sag mal so, Finn Falk. Was ist hier los? Er rennt hier rum. Ich höre Geräusche. Niklas Baltes. Klima49. Yvonne Fischer. Ich glaube, das ist wieder ihr Sohn. Der hat schon mal mit uns gespielt. Wo ist es? Alter, ich höre es doch. Hier ist, irgendwas ist hier. Entweder beamt sich jemand anders hierher oder es ist ein Ender-Guy-Eini. Mir wurscht, was es ist. Ich mach's weg. Kann nicht sein, dass jemand in die Endertruhe reinhüpft. Herr Littles? Er möchte Herr Littles gehandelt werden, weil er den
Da gibt es so einen Minecraft-Trickfilm, der heißt Little Square Face und der mag den Little Square Face so. Ne? Das ist so, das sind so Lieder, die müssen sogar im Auto mittlerweile hören. Ne? Little Square Face läuft bei uns im Auto, wenn wir rumfahren. Oben ist auch ein schönes Haus, kommen auch aus Birkenholz gebaut. Sieht natürlich doch deutlich schicker aus als unsere kleine Kiste. Aber hier kommt ja auch noch ein Dach drauf, da muss es ein bisschen schick werden. Ich hör's doch, ich bin blöde. Wo kommen denn diese Geräusche hier her? Also ich, da ist doch, habt ihr gewusst, dass ein Enderman rumrennt? Ich sehe ihn. Und der macht alles kaputt, dieser Klapperkopf. Ja. Achso, natürlich greife ich mit dem Steinschwert an, weil ich ja super mega schlau bin. Warte auf mich, ich mach den. Ja, 2 Schläge haben gereicht. Du machst ihn schneller fertig, dass wir ja sehen, dass du den Enderman fertig machst, mal einfach so. Bitte, guck doch mal. Er greift mich wieder an, gucke. Da ist er, mich angreift. Finde ich logisch. Aua. Also, ich glaube, den schaffst du nicht. Was denn? Na, hinter dir. Ich hab einen Platz gekriegt. Ich hab's gesehen.